herzlich willkommen im Wald. Nachdem ich was zum feldkleinen Rucksack hier von der Bundeswehr erzählt habe, der ja original ist, bin ich gebeten worden, das hatte ich ehrlich gesagt sowieso vor, noch was zu dem Feldparker, den ich hier anhabe, zu erzählen. Die Vermutung war, der sei nicht original, weil so wie ich ihn anhatte, konnte man diesen Knopf nicht sehen. Dieser Knopf ist ein Zeichen für wahlweise ein Original oder einen sehr guten Nachbau, weil da hängt man die Taschenlampe dran. Was ich natürlich nicht tue, aber der Knopf ist dementsprechend wichtig und wenn der fehlt, weiß man gleich, es handelt sich auf keinen Fall um ein Original und auch nicht um einen guten Nachbau, weil eben an solche Details nicht gedacht wurde. Mein Modell hier ist allerdings trotzdem, auch wenn der Knopf dran ist, ein Nachbau. Wie man das erkennt, sage ich euch gleich noch, beziehungsweise in diesem Fall ist es relativ einfach. Hat noch Schulterklappen. Es gibt auch Modelle ohne Schulterklappen, gerade je nachdem, was man kauft, da kann es einem schon mal passieren, dass man einen ohne Schulterklappen bekommt. Die kann man natürlich auch abschneiden, spart man Gewicht und brauchen tut man die als Zivilist ja sowieso nicht. Und manche haben hier dann noch entsprechend am Ärmel das Deutschlandfähnchen, also das Nationalitätenabzeichen und da bin ich ganz froh, dass das nicht dran ist, weil mit Schulterklappen und dem Nationalitätensymbol ist das Ding halt schon noch ein Original, fast optisch nicht zu unterscheiden von einer echten Uniform und da bin ich schon ganz froh, dass wenigstens einige Elemente einer echten Uniform fehlen, weil streng genommen, das wird zwar nicht bestraft und kein Schwein interessiert, aber streng genommen darf man nicht in Original-Uniformteilen rumrennen. Eigentlich, ja. Auch wenn das wie gesagt niemanden interessiert, aber rein rechtlich gesehen ist Bundeswehrausrüstung tragen tatsächlich, also Ausrüstung kein Problem, Uniform hingegen, das ist theoretisch eine Straftat, steht irgendwo im Strafgesetzbuch, ja, auch wenn es wie gesagt keine Sau interessiert. Ja, gut, den Ausrüstungsgegenstand hier, beziehungsweise dieses Uniformteil, habe ich nie im Dienst selber gehabt. Bei mir war Flecktarn. Flecktarn war, das heißt, sämtliche Klamotten waren Flecktarn. Auf Ausrüstung muss das nicht zwingend zutreffen. Die gab es teilweise noch in Oliv. Aber dieses klassische Bundeswehr-Oliv, der bis, ich glaube, 92 oder wann sich das geändert hat, Tage, hat zumindest zum Anziehen so nicht mehr gegeben mit... Nee, doch mit keiner Ausnahme mehr. Ah, doch, einer Ausnahme, dem Winterhandschuh. Der Winterhandschuh, der Fäustling, der war noch in Oliv. Also jetzt bei speziell dem Zeug, was wir gekriegt haben, wahrscheinlich, weil halt noch genug von denen rumlagen, weil man die so gut wie nie braucht und sie ein bisschen umständlich sind, weil man damit nichts anfassen kann, weil man nur Jo machen kann. Egal. Jedenfalls jetzt wirklich zum Feldparker. Eine Besonderheit, wenn man normale zivile Klamotten gewöhnt ist, besteht darin, dass wenn man den aufknöpft, dann kommt hier jetzt auf Höhe des Bauchnabels, in meinem Fall ungefähr, überhaupt der Reißverschluss zum Vorschein. Ja? Und dann geht einem der bis nicht ganz unters Kinn. Ich glaube, bei einem Original ist er noch teilweise einen Ticken höher. Ich finde das aber gut, dass er nicht noch so hoch geht, weil dann kann man sich den Bart einklemmen und das tut weh. Jedenfalls ist der Reißverschluss bemerkenswert kurz. So, und eine Besonderheit vom Olivparker im Vergleich zum Flecktarnparker, der dann später eben getragen wurde, besteht darin, dass der Olivparker ein Einknüpffutter hat. Sustu. Und hat hier noch eine Durchreiche zur Innentasche. Dann könnte man da noch was aufbewahren. Ansonsten kann man dieses Futter eben einknöpfen mit diesen Knöpfen. Das ist schön flauschig, das ist schön warm. Und damit ist die Jacke halt so mal eben schnappen, überwerfen, warm angezogen sein. Ziemlich cool und ich benutze gerne, wenn ich mal kurz eben mal rausgehe. Für abends noch eine halbe Stunde spazieren gehen oder sowas. Das ist so die Hauptanwendungsbereich von diesem Ding. Insbesondere im Winter. Ja, also das mit dem Futter würde ich sagen, Temperatureignung nicht über 8 Grad, also zumindest nicht für mich und nicht, wenn ich mich wenigstens ansatzweise bewegen möchte. Und bis, solange man sich ein bisschen bewegt und darunter wirklich nur ein dünner Baumwollpulli, nichts Besonderes, da habe ich noch ein T-Shirt drunter, fertig. Solange man da jetzt nicht viel drunter hat und so weiter, würde ich sagen, bis circa 0 Grad, solange man sich noch einigermaßen bewegt, ist das völlig ausreichend, völlig. Wenn man sich ein bisschen mehr bewegt, dann auch noch ein bisschen
tiefer als 0 Grad. Also mit diesem Futter ist das schon eine warme Angelegenheit. Es darf natürlich auch noch nicht regnen. So, das zur Temperatur. Dann kommen wir mal zur Ausstattung. Den Reißverschluss hatten wir schon. Der ist gut, der ist schon robust. Hier auch mein Nachbaumodell ist ein guter Reißverschluss. Nichts dran auszusetzen, funktioniert, aber er ist halt nur mal so kurz. Warum das so ist, wahrscheinlich damit man da unten mehr Beinfreiheit hat. Ich weiß es nicht, damit man hier diesen machen kann, um besser belüftet zu sein. Keine Ahnung. Ich habe mich nicht getraut während meiner Dienstzeit. Wie gesagt, der Olivene, den ich hatte, der hat das auch mit dem Reißverschluss, da wirklich nachzufragen. Weil wer nachfragt, hat gegebenenfalls ein Problem. Also besser keine Fragen stellen und einfach das machen, was dir befohlen wurde. Es sei denn, du hast wirklich gerade gar keine Ahnung, was du tun sollst, dann darfst du auch mal was nachfragen. Also war zumindest bei uns so. Aber ja. Features. Erstens. Auch beim späteren Modell sind mir die Teile irgendwo, mir persönlich, so dazwischen, ja. Also der ist mir tendenziell ein Hauch kurz. Es mag sein, dass wenn man den jetzt wirklich ausgemessen und dienstlich geliefert bekommt, er sogar noch ein bisschen länger ist. Aber es ist nicht wirklich ein Mantel und es ist auch nicht wirklich eine kurze Jacke, die nur bis hier geht. Es ist irgendwo dazwischen. Dieses nicht Fisch, nicht Fleisch, ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen, aber das ist Geschmackssache. So, ansonsten, der lässt sich unten zusammenziehen, hat hier so einen lustigen Kordelzug. Das ist hier bei dem Nachbau auch besser gelöst als beim Original, weil da gerne die Strippe mal im Strippenkanal verschwindet und man sie dann mühsam wieder rausholen muss. Aber ja, den gibt's. Ich brauche den nie, aber geben tut's den. So, dann Taschen. Es gibt zum einen, da muss ich wieder weiter weg, hier diese da. Ja, da kann man so ungefähr erahnen, wie groß die sind. Die sind aufgesetzt, die sind nicht gefüttert. Die sollen ja auch im Sommer verwendet werden können. Das heißt, wenn man kalte Hände hat, und man hat keine Handschuhe, dann kann man die schon in die Tasche stecken, aber super warm wird da halt nicht, weil die Isolation innen ist und nicht und die Tasche quasi nicht betrifft. Also das ist dann so ein bisschen so eine Sache. So, Ärmel. Ärmel haben hier dieses Band. Damit kann man den Ärmel ein bisschen enger machen, aber noch enger, als er bei mir hier gerade ist, geht nicht. Das heißt, wer dünne Handgelenke hat, ich habe zum Beispiel ziemlich dünne Handgelenke für einen Mann meiner Größe und sonstigen Statur, ziemlich dünne Handgelenke sogar. Das heißt, mir wäre noch ein bisschen enger fast lieber, weil da geht schon noch ordentlich Luft rein. Das will ich im Winter gar nicht unbedingt haben. Andererseits, wenn man da noch Handschuhe reinstopfen möchte, dann ist das ganz gut, aber dann kann man das ja auch mal kurz aufmachen. Dann gibt es also wirklich ich mache das auf einer Seite mal, dann gibt es schon einen recht weiten Ärmel, wo man dann eben gut auch noch diverse Handschuhe in den Ärmel mit reinstopfen kann. Ja, das ist also schon auch so gedacht dann. Gut, untere Taschen habe ich meistens nichts drin, das stört mich da irgendwie, außer vielleicht wirklich Handschuhe oder irgendwas, was weich ist, was nicht groß stört. Hier oben hingegen, da kann man reinschmeißen, was man an Ausrüstung gerade dabei haben möchte. In meinem Fall habe ich hier so ein lustiges Reparaturset, was ich geschenkt bekommen habe. Das besteht aus ein bisschen Panzertape und ein bisschen Zwirn und innen drin ist noch eine Nadel selbst gebaut, sehr schön verarbeitet, ganz toll, habe ich sehr gern und habe ich seitdem auch immer dabei. Und wird auch noch in einem Dankeschön-Video separat erwähnt, aber ich wollte gerade kurz zeigen, wenn ich sowieso in der Tasche habe. Und dann habe ich noch ein bisschen Schnur, Dyneema-Seil, super stark, super robust, nicht kaputt zu kriegen, sehr praktisch für, wenn man halt mal Seil braucht. So, und jetzt kommt der Knatter-Knatter, ich hoffe, der will nicht hier lang. Könnte sein, dass er es will, mal gucken, sehen wir dann. Jedenfalls zwei Taschenmesser, auch nur mal als Beispiel, was in diese Taschen so reinpasst. Die passen sehr locker rein und da hätten nochmal zwei Sachen von der Größe bequem Platz und das stört auch nicht groß beim Tragen. Also für das finde ich eigentlich schon ganz gelungen. So, wo will denn der Trecker hin? Ja, der wird wahrscheinlich gleich bei mir vorbeikommen. Das heißt, ich ziehe mal kurz um. Okay, weiter flüchten konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich muss ja gucken, dass ich hier auch fertig werde, bevor mir das Licht ausgeht. Wartet mal, ich stelle mal die Kamera noch einen Ticken günstiger ein. So, zum Material an sich. Das ist ein ähnlicher Stoff wie das Moleskin von den BW Moleskin Hosen, wie man sie so schön nennt. Dicht gewebte Baumwolle mit einem relativ dicken Faden.
Garn verarbeitet. Das Zeug ist sehr, sehr robust. Vor allen Dingen ist es erstaunlich stichdicht. Soll heißen, da gehen keine Dornen durch. Man kann sich da also auch durch sehr hohe Brombeerhecken durcharbeiten, ohne größere Verletzungen davon zu tragen. Also das heißt, es gehen kaum Brombeeren durch. So ein bisschen schon. Man muss dann halt akzeptieren, dass man ein paar kleine Kratzer an den Beinen vor allen Dingen davon trägt. Hier die Winterversion mit dem eingeknüpften Plüsch ist aber für alles, was im Wald Dornen hat, mit Ausnahme von vielleicht Robinie, sehr, 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 sehr dicht. Also da geht wirklich quasi nichts durch. So, jetzt fahren Sie weiter, jetzt warten wir noch mal kurz. So, zur Kapuze. Erstens sieht man damit aus, als wäre man ein zu groß geratener Zwerg, der im Wald steht. Besonders in meinem Fall. Zweitens, die ist richtig toll, weil die lässt sich schon schön zusammenziehen. Dafür gibt es hier diese beiden Strippen, die komischerweise an unterschiedlichen Stellen aus der Kapuze austreten. Und auch wenn man sich den Kragen nicht zumacht, bekommt man die dann schön eng zusammen. Es gibt jetzt kein Kapuzenschild oder sowas und da sind noch Druckknöpfe dran. Warum sind da Druckknöpfe dran? Die sind da deswegen dran, weil man ja das Futter auch wieder in der Kapuze einknüpfen kann, ne? So, und jetzt kann man sich das hier noch entsprechend zumachen. Das ist ein bisschen mühsam, weil man da mühsam knöpfen muss. Und in meinem Fall ist es auch ein bisschen eng, weil ich schon wieder einen dicken Hals habe. Ha, ha, ha. Und da kann man es noch weiter zumachen, wenn man das dann möchte. Moment, wo ist er denn, der Knopf? Nein, da gibt es keinen Knopf mehr. Da ist scheinbar Schluss. Ja, und wenn man jetzt hier noch anzieht und sich das hier jetzt noch zuknotet, dann sieht man, würde man theoretisch so aussehen. Ist das dann warm? Ja, das ist warm. Das ist eine Funktion, die ich selten benutze, weil, wie gesagt, du siehst aus wie der zu groß geratene Zwerg im Wald. Aber ist schon wirklich gemütlich und durch das Flausch in der Kapuze fühlt die sich wirklich kuschelig an und hat auch eine ganz gute Schalldämmung. Für wen auch immer es interessant ist, wenn man mit der Kapuze nichts mehr hört, aber man hört mit der Kapuze nichts mehr. Ja, so, ich wechsle wieder auf Hut. So. Jetzt, was kann die Jacke nicht? Also, was die Jacke kann, ist definitiv dafür gedacht sein, das hat man ja damals wirklich so konzipiert, dass damit der Soldat in den deutschen Wald rumrennen kann und damit gut geschützt ist vor dem, was es im deutschen Wald so gibt. Also wirklich sehr, sehr robust, gerade in der Winterausführung, da geht nichts durch. Also man ist dann am Oberkörper tatsächlich super geschützt. Das ist auch dann interessant, wenn man mal schnitzt und es rutscht einem ein Messer wirklich ganz dumm aus, hat man einen gewissen Schutz. Wenn man mit der Axt hantiert, hat man auch einen gewissen Schutz, würde ich jetzt zumindest mal behaupten wollen. Also ein bisschen gegen leichte Schnitte. Mit einer Säge kann man sicherlich auch mal reinsägen, ohne dass man gleich bis zur Haut durchsägt. Das ist also schon, ja, ein gewisses Maß an Schutz. Auf jeden Fall besser als eine moderne Synthetikjacke. Auf jeden Fall. Ja, außerdem, dadurch, dass das eben dicke Baumwolle ist, ist es zusätzlich noch warm. Also selbst wenn das Futter nicht drin ist, ist das Ding noch ein relativ, gar nicht mal so unwarmes Jäckchen. So, jetzt ist der Trecker weg, jetzt kommt der Flieger. Das war ja natürlich wieder klar. Und wo ist meine Flak? Jetzt renne ich hier schon rum wie der Soldat und habe keine Flak dabei. Verdammt. Ach. Ja, warte mal kurz. Ja, also, Robustheit, definitiv ein Vorteil. Wärme, definitiv ein Vorteil. Runter ein T-Shirt und einen dünnen Pulli und das reicht dann auch. Und dann ist man bis 0 Grad tatsächlich recht warm angezogen. Insbesondere, wenn man die Kapuze auch aufsetzt, vielleicht noch einen leichten Schal anhat, noch Handschuhe trägt, dann ist das wirklich bollewarm. Das Ding mit dem Einknüpf-Flauschi entsprechend zusammen. Jo, Nachteil. Das Teil ist überhaupt nicht wasserdicht. So gar nicht. Ist ungefähr so wasserdicht wie eine stinknormale Jeans. Ja? Um das Problem zu lösen, hat man dann irgendwann angefangen, hier in der Schulter ein Stück Plastik einzunähen, damit die Schultern von oben nicht ganz so schnell durchnässen, um die Wasserdichtigkeit zu erhöhen. Ist natürlich lächerlich, man weicht trotzdem durch, aber hier in der Schulter sitzt ein Stück Plastik. Ich versuche das mal zu knautschen, dann könnt ihr mal hören, ob es sich wie Plastik anhört, was es tun sollte.
Ja, also ich hoffe, man hat so ein bisschen erahnen können. Das ist beim guten Nachbau, der halt wie das Original sein soll, tatsächlich auch drin. Ich hätte wirklich darauf verzichten können. Ja, so. Und damit noch ein Hinweis, will man es wasserdicht haben, kann man es wachsen. Dazu nimmt man einfach einen Klumpen Bienenwachs oder man kann es auch mit Paraffin versuchen, könnte auch funktionieren, also Teelicht auf gut Deutsch, und reibt das einfach schön großflächig ein. Dann kann man das noch einbügeln, wenn man noch ein altes Bügeleisen ohne Dampf hat, also wirklich nur ein heiß werdendes Stück Metall, vorzugsweise Edelstahl meistens vermutlich, dann kann man das auch noch schön einbügeln und dann wird das Ding erheblich dichter. Ich werde das mal irgendwann noch ausprobieren, zumindest mal in einem Ärmel oder so. Passform hat man noch nicht drüber geredet. Für mich ist das ein bisschen schwierig, weil die Schultern sehr weit oben sozusagen anfangen und die Arme relativ weit, also das sieht irgendwie komisch aus, ja. Also mir passt das Ding vielleicht nicht optimal, bestimmt nicht, aber selbst wenn es das tun würde, irgendwas sieht da komisch aus. Das ist halt einfach alt. Ja? Alte Passform ist man von modernen Kleidungsstücken nicht mehr gewöhnt. Ja, aber wen das nicht stört, also mich persönlich stört es jetzt beim normalen wirklich damit rumlaufen auch nicht. Da ist mir das egal. Und wenn ich einen Rucksack oben drauf habe, sowieso, und ich hantiere selten irgendwo oben in den Baumkronen herum. Und wenn mir dabei die Jacke kurz mal hochrutscht, ja, dann ist das so. Leider auch der Pullover. Ja, so. Ja, jedenfalls das zum Thema Wasserdichtigkeit. Und wie erkennt man jetzt Original und Fälschung? Also erstens, Fälschungen haben oft den Knopf für die Taschenlampe nicht. Zweitens, Original hat oft auf der Knopfleiste zum Einknüpfen des Innenfutters irgendwo eine Markierung, wo man was aufgemalt, aufgesprüht oder sonst was hat, um darauf hinzuweisen, also zum Beispiel ein A, ein rotes A ist relativ häufig zu finden, muss nicht so sein, ja, aber kann. Und das hat man deswegen gemacht, um eben das Kleidungsstück zu entwerten, dass es jetzt zur Vernichtung gedacht ist und nicht mehr als reguläre Uniform. Oder es ist irgendwo ein kleines Loch reingetackert oder hier irgendwo eingerissen, das gibt's auch, einfach um es zu entwerten sozusagen. Ja, sonst gibt es noch so ein paar kleine Details, teilweise am Reißverschluss, aber das weiß ich nicht alles auswendig, woran man es gut erkennen kann. Und das Beste, um ein Original von einer guten, hochwertigen Kopie, die man ja trotzdem anziehen kann, das heißt ja nicht, dass das jetzt nicht anziehbar ist, weil es eine Kopie ist. Es ist ja trotzdem eine gute Jacke, beziehungsweise ja für das, was sie halt kann, geeignete Jacke. Nämlich ist das Etikett immer hervorragend geeignet, um da noch ein bisschen was zu erkennen. Also erstens bei der Gelegenheit, da seht ihr jetzt mal hier den Flausch. Ja, das sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein totes Tier. Ist es natürlich nicht, ist alles Kunststoff. Und wenn auf dem Etikett tatsächlich steht, ja, Original BW Parker, da muss ich niemandem erzählen, egal was da noch für eine Nummer drunter steht, die auf Militärherkunft so ein bisschen hindeutet, dass die Bundeswehr auf ihre Etiketten nicht Original BW Parker draufschreiben muss. Ne? Also beim dienstlich Gelieferten mit Sicherheit nicht. Wenn da also Original BW Parker drinsteht, dann ist es hundertprozentig keiner. Nichtsdestotrotz ist das Ding hier qualitativ sehr in Ordnung. Habe ich schon erwähnt, dass die Jacke 2 Kilo wiegt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man ansonsten gerne leichte Kunstfaserjacken trägt. Hält trotzdem lange Verarbeitung in allem gut, außer die Knöpfe. Die könnten ein bisschen liebevoller angenäht gewesen sein. So nach dem Motto, wir können mit einer Nähmaschine gerade Nähte und festen Stoff zusammennähen, wo auch immer das hergestellt wurde damals. Ja, das konnte man. Was man eben nicht so gut konnte, war Knöpfe annähen, mit welcher Methode auch immer die angenäht worden sind. Aber so super robust wie Originalknöpfe sind sie nicht. Aber andererseits, wenn da mal ein Knopf abgeht, ja, meine Güte. Dann geht man zu seiner Frau und die näht ihn wieder dran. Nein, ich bin in der Lage, einen Knopf anzunähen. Zwar nur in einem Zehntel der Geschwindigkeit von meiner Frau, aber ja, nichtsdestotrotz, das würde gehen. Und die Nähte sind ansonsten wirklich, wirklich, wirklich in Ordnung. Taschen, alles gut, alles super. Und wenn man auf so ein Ding steht und wenn einem das in der richtigen Größe zur Verfügung stellt, weil das hier ist ein Erbstück, ja, ich behalte ihn schon deswegen, weil er geerbt ist, natürlich,
ja, dann kann man da, denke ich, schon seine Freude mit haben. Und wenn er halt nicht in Flecktarn ist, für mich und ein paar von euch, das weiß ich, ist das halt ein Thema, dass man ungern in Flecktarn-Klamotten rumrennen möchte. Wer das trotzdem tun will und wer da kein Problem mit hat, dann hat er halt kein Problem damit. Mir völlig egal. Ich persönlich jedenfalls will das nicht. Und drum finde ich das Teil eigentlich ganz lustig. Und für mal eben anziehen, für mal eben raus, benutze ich ihn auch ganz gerne. Für längere Touren, da ist einfach viel zu schwer und was soll ich mit einem super schweren, krassen Mantel, der so gar nicht wasserabweisend ist, gerade im Winter, das ist schwierig. Und drum eben noch die Wachserei, das werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren, ob das da noch den nötigen Effekt bringt. Ja, dass es dann irgendwie besser, schöner, weiter und so weiter und so fort ist. Aber ja, ist halt schon irgendwie cool, das Teil. Und besonders auffällig ist man jetzt hier in so einem Waldbild natürlich auch nicht, wenn man das graue Männlein ist. Ist nicht so, dass man super getarnt ist und schon gar nicht im Winter. Da fällst du schon auf, dass du in der Landschaft stehst. Aber es ist halt was anderes, ob ich mal blaue Jacke anhabe eben oder ein graues Mäntelchen. Und das ist ganz nett. Zum Beispiel jetzt bei dem Traktor. Theoretisch hätten die mich sehen sollen. Ob die mich wirklich gesehen haben, ist halt eben wirklich die Frage, solange ich so angezogen hier im Wald rumrenne. Und kann mal ganz nett sein, wenn man wirklich seine Ruhe haben will. Wenn nicht ein Flugzeug kommt und noch ein Traktor. So, Licht ist quasi weg. Ich gehe jetzt einkaufen, hoffe dabei nicht als Terrorist verhaftet zu werden oder ähnliches und wünsche euch ansonsten einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.